Ja, die haben gesehen, am Ende der letzten Aufzeichnung war ich ein bisschen verwirrt und die Begründung ist einfach, ich habe die ganze Zeit über ein Beispiel vergessen. Ich habe nämlich noch eins, das ich hier jetzt einmal kurz ansprechen werde und später, in einem späteren Kapitel, werden wir das sehr viel genauer uns anschauen. Und das Beispiel sind die linearen Differentialgleichungen und das heißt einfach nur, das sind Gleichungen, bei denen die rechte Seite affin linear ist in y. Das heißt also, die sind von der Form y' von t gleich Alpha von t mal y von t plus Beta von t. Und da muss ich, möchte ich ein paar Bemerkungen dazu machen. Zunächst mal lassen wir hier ausdrücklich Systeme zu. Jetzt nicht heute, aber später werden wir ausdrücklich Systeme zulassen. Das heißt also, y ist eine Funktion von i in den R hoch n. Ja, wir suchen eine Funktion von i in den R hoch n. Dann lassen wir zu, dass das Alpha hier tatsächlich eine lineare Abbildung darstellt. Das heißt also, das Alpha von t sollte eine Matrix sein, eine n kreuz n Matrix. Das heißt also, Alpha ist eine Abbildung von i in den R hoch n kreuz n. Dann das Beta darf eine beliebige Funktion sein. Dann natürlich eine Funktion von i in den R hoch n. Okay, falls Alpha konstant ist, so sprechen wir naheliegenderweise von einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten. Also Alpha Beta. Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten. Häufig auch, wenn nur Alpha von t konstant ist. Wir werden sehen, das ist der entscheidende Punkt. Ja, eigentlich nur Alpha von t. Das machen wir weg. Okay, dann, wenn n gleich 1 ist, dann sprechen wir von einer skalaren Differentialgleichung. Und das ist der Fall, den wir uns auch gleich anschauen werden. Dann, wenn Beta gleich 0 ist, dann sprechen wir von einer homogenen linearen Differentialgleichung. Okay, und ich habe gerade schon gesagt, das werden wir uns in einem späteren Kapitel anschauen. Und da werden wir dann tatsächlich insbesondere auch zulassen, dass der Zielraum, in den wir gehen, nicht der R hoch n ist, sondern tatsächlich der C hoch n ist, unser Grundraum, unser Definitionsraum für y ist nach wie vor ein Intervall aus R. Aber der Zielraum, da werden wir dann demnächst auch tatsächlich die komplexen Zahlen zulassen und werden sehen, das macht hier tatsächlich Sinn. Okay, gut, aber wir beschränken uns hier auf den einfachen skalaren Fall. Also kein System, sondern nur n gleich 1. Und wir beschränken uns auch auf den reellen Fall in dieser einfachen ersten, in diesem einfachen ersten Beispiel. Und weiter setzen wir noch voraus, dass Alpha und Beta stetig sind. Das heißt, uns in dem einfachen Beispiel, das wir jetzt betrachten, haben wir tatsächlich y' von t gleich Alpha von t, y von t plus Beta von t und alles sind einfach nur reelle Funktionen. Okay, wenn wir uns diese Funktion anschauen, als skalare, als erstmal anfangen als homogene Differentialgleichung. Das heißt, da wäre Beta gleich 0. Und dann haben wir y' von t gleich Alpha von t mal y von t. Und das ist natürlich ein Fall für die getrennten Variablen. Tatsächlich haben wir aber die Lösung dieser Differentialgleichung im ersten Kapitel, in dem Modellierungskapitel, bereits angegeben. Und ich schreibe es einfach nochmal hin. Die Lösung ist, und eine Lösung zunächst mal ist y von t gleich e hoch Integral a bis t Alpha von s ds. Und wenn wir das noch mit y0 multiplizieren, dann ist das hier tatsächlich Lösung der Anfangswertaufgabe mit dieser Differentialgleichung und y von a gleich y0. Okay, gut. Also, wir haben also sowas wie die allgemeinen Lösungen, die wir dadurch hergeleitet haben, sind für alle von der Form ja, c mal y
von t. Das heißt, c mal y von t ist Lösung der Differentialgleichung für alle c. Okay, das gilt natürlich nur für Beta gleich 0, ja, also nur für den homogenen Fall. Dann gilt tatsächlich y' von t ist Alpha von t mal y von t. Okay, für den Fall Beta ungleich 0 machen wir eine kleine Modifikation bei dieser Lösung, nämlich wir schauen uns mal an die Funktion c von t mal y von t. Und das y ist das, das große y ist das, was wir gerade definiert haben. Okay, die Frage ist, wie müssen wir das Groß C wählen, damit das Klein Y tatsächlich eine Lösung der Differentialgleichung ist? Naja, es muss also natürlich dann die Differentialgleichung erfüllen. Das heißt also Y' von T, und das rechnen wir mal aus, Y' von T mit der Produktregel, also C' von T, also ist richtig, Y-Lösung der Differentialgleichung. Das ist äquivalent dazu, dass y' von t gleich Alpha von t mal y von t plus Beta von t ist. Naja, aber wenn wir diesen Ansatz machen, der da oben steht, dann ist dieses y' von t mit der Produktregel nichts anderes als c' von t mal y von t plus c von t mal y' von t. Ja, y' von t. Naja, und das y' war Lösung der homogenen Differentialgleichung. Das heißt, das ist nichts anderes als Alpha von t mal y von t. Okay, aber das y von t, das wir da oben stehen haben, das ist dasselbe wie Alpha von t mal y von t, war definiert als c von t mal y von t plus Beta von t. Okay, jetzt sehen wir, dass Alpha von t, c von t, y von t kommt auf beiden Seiten vor. Das heißt also, y ist genau dann Lösung der Differentialgleichung, wenn gilt, dass c' von t mal y von t gleich Beta von t ist. Und das bedeutet, dass c muss eine Stammfunktion sein von Beta von t, Beta von s durch y von s, ja, Stammfunktion von Beta von s durch y von s. Und das gilt natürlich wieder nur unter der Voraussetzung, dass y von s ungleich 0 ist, das heißt also insbesondere y von t ungleich 0. Okay. Gut, also c von t muss sein gleich eine Stammfunktion von Beta von s durch y von s ds. Und wenn wir das so gemacht haben, dann ist tatsächlich das, was da rauskommt, eine Lösung der linearen Differentialgleichung. Und das können wir zusammenfassen zu dem folgenden Satz. Y von t definiert als Groß C von t. Ja, und da darf ich natürlich noch eine Integrationskonstante draufpacken und die nenne ich mal C1 mal Groß Y von t ist eine Lösung der Differentialgleichung. Und das kann man vielleicht mal wirklich hinschreiben. Das ist also nichts anderes als eine Stammfunktion von Beta von s durch Y von s ds plus eine Integrationskonstante C1 mal Y von s, mal y von t, Entschuldigung. Und das y von t ist nichts anderes als e hoch eine Stammfunktion von Alpha von s ds. Das heißt also, diese allgemeinen eindimensionalen Differentialgleichungen, da kann man die Lösung eben auch tatsächlich sofort angeben. Man integriert im Wesentlichen zweimal für die inhomogenen und bekommt hier sofort eine Lösung. Und wie üblich, das C1 muss so gewählt werden, dass die Differenz, dass der Anfangswert erfüllt ist, um tatsächlich eine Anfangswertaufgabe zu erfüllen. Okay, das sind aber jetzt hoffentlich die Beispiele, die ich im Skript gebracht habe. Und noch ein kurzer Hinweis. Sie finden am Ende dieses Kapitels
im Skript so eine kleine Zusammenfassung. Und ich werde mich immer bemühen, diese einzelnen Kapitel so mit ein paar Merksätzen zusammenzufassen, sodass Sie wissen, was sollten Sie eigentlich in diesem Kapitel gelernt haben, was sollten Sie können. Und ich werde mich auch immer bemühen, so ein paar ganz einfache Aufgaben immer zu stellen, die Sie nicht unbedingt lösen müssen, aber wo Sie überlegen sollen, okay, das sind typische Aufgaben, wo ich die Lösung jetzt eigentlich kennen sollte. Sie müssen die nicht unbedingt nachrechnen. Ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ob man bei allen wirklich die Lösung so einfach immer angeben kann. Aber der Lösungsweg, der sollte Ihnen dann bei diesem klar sein. Und hier habe ich zum Beispiel einfach einige Differentialgleichungen hingeschrieben. Sie sollten wissen, zu welchem Typ dieser Beispiele, die wir hier uns angeschaut haben, das jeweils gehört und wie man grundsätzlich vorgeht, wenn man diesen Typ lösen will. Okay, also das soll keine zusätzliche Aufgabe sein, sondern es soll Ihnen helfen und ich hoffe, dass Sie das als solches verstehen.